Hallo und willkommen zu MoFun VR. Mein Name ist Mo Tensen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr euch genauso wie ich für VR und PlayStation VR im Speziellen begeistert, dann lasst gerne ein Abo hier oder liked dieses Video oder ich erzähle euch erstmal Sachen, warum ihr das liken und abonnieren sollt, oder? Ich weiß auch nicht so richtig. Also, das hier hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich knapp vor der 1000 stehe, deswegen haue ich kein Gewinnspiel raus, damit ich möglichst schnell auf 1000 komme. Nee, tatsächlich purer Zufall. Ich habe Folgendes entdeckt. Sehr interessant, sehr interessant. Ich habe hier im Büro einen PlayStation 3 Controller. Den wiederum habe ich aber nicht, wie ihr jetzt denkt, an eine PlayStation 3 angeschlossen, obwohl ich auch eine hier habe. Wartet mal, kann man das sehen? Seht ihr das? Da steht sie, die weiße PlayStation 3. Nee, tatsächlich habe ich, um TXK zu spielen, den Super Smash Hit von Jeff Minter, aka LamaSoft, der allerdings nur auf der PlayStation Vita released wurde, habe ich meine PlayStation Vita TV mit ins Büro genommen. Die sieht übrigens so merkwürdig aus, weil ich sie hinten an den Fernseher geklebt hatte zu Hause. Und Folgendes habe ich herausgefunden. Die PlayStation Vita hat ja, wie ihr sehen könnt, einen USB-Port. Und da ist gerade was drin, ein HDMI-Port. Und jetzt ist mir was aufgefallen. Das hier ist die Oculus Rift. Und schaut euch das mal an. Was hat die für Anschlüsse? Ein USB-Port und ein HDMI-Port. Klickt es dabei euch auch? Genau. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich habe hier im Hintergrund die Emulation der PlayStation VR auf der PlayStation Vita laufen. Und kann jetzt mit der Oculus Rift out of ammo spielen. Auf der PlayStation Vita mit der Oculus Rift. Das geht wunderbar. Allerdings nur mit dem Controller. Ne? Ich kann hier nicht die Move-Controller benutzen. Und wenn ihr bis zu diesem Punkt denkt, das ist nicht vollkommener Blödsinn, dann seid ihr selber schuld. Denn das ist alles, was ich wirklich sagen wollte, ist, ich habe zufällig irgendwie Monate nach der Release von Out of Ammo einen Key bekommen von den Entwicklern. Ich habe mir das seinerzeit tatsächlich gekauft, weil es zusammen mit Castle Storm für Pre-Seller ist doch Quatsch, oder? Für Vorbesteller gab es Castle Storm dazu und schon allein deswegen hat sich das damals gelohnt. Habe ich mir gekauft, jetzt habe ich einen Key bekommen und wie immer gebe ich den an euch weiter. Das hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass ich meine 1000 Follower jetzt vollkriegen will oder so. Nein, ich mache das nicht wie alle YouTuber, dass ich zum Follower-Fangen Gewinnspiele initiiere. Nee, ist tatsächlich Zufall. Ich habe den heute bekommen und ich habe den jetzt doppelt. Ihr könnt ihn haben. Und wir machen wie das letzte Mal nicht großes Schnickschnack mit Gleam, sondern ihr kommentiert einfach hier unten unter diesem Video und schreibt mir, was ihr von der PlayStation 5 VR erwartet. Ja? Allerdings auch hier ist der Inhalt total egal. Ich werde später mit einer Software per random rausfummeln lassen, wer Out of Anno für die PlayStation VR Europa gewonnen hat. Wir lassen das Gewinnspiel mal bis Sonntagmittag laufen. Also jetzt den kommenden Sonntag, ich glaube, das ist der 8. April, 12 Uhr mittags. Nee, ist doch Quatsch. Wisst ihr was? Ich mache wahrscheinlich am Sonntag eh wieder eine Talkshow. Ja, und in dem Moment, wo ich die Talkshow anfange, mache ich ganz zuerst die Verlosung. Und das heißt, ihr habt Zeit, bis die Talkshow anfängt. Ich schätze mal, das wird wieder so, weiß nicht, 16 Uhr oder so. Ich schreibe das mal vorher, wenn ich das schon absehen kann, wann die Talkshow passiert. Moos VR Talk heißt das ja neuerdings. Wir haben schon zwei Sendungen gehabt und jetzt bald eine dritte. Und in der gibt es ja auch eine Verlosung. Ist das nicht geschickt? Hä? Hab ich es drauf, Leute ranzuziehen? Nee. Ja. Und jetzt möchte ich gerne auf der Oculus Rift und der PlayStation Vita Out of Ammo spielen. Also lasst mich ein Weilchen hier mal machen. Ne? Bis Tensenpai.